Kinder, liebe Jugendliche, liebe Asta, Tittmanninger, Kirchheimer und Asta und Kaya, liebe Schwestern und Brüder aus Nordfern. Heute trifft es wieder mal den Don Camillo. Seit März ist ja keiner mehr aufgeführt worden, aber ich denke mir, es ist wieder mal an der Zeit, dass ihr mit unserem Herrn redet. Dazu wünsche ich euch viel Vergnügen. Camillo, wohin so eilig? Hast du keine Zeit für einen kurzen Besuch bei mir? Hä? Sonst gerne, aber nur im Moment geht es nicht beim besten Willen. So. Hä? Ich muss hinaus in die frische Luft, muss Energie tanken in der freien Natur. Im Biergarten, oder? Der heute wieder geöffnet hat. Du brauchst dahin gar nicht zu gehen. Du hast keinen Corona-Test gemacht, bist erst einmal geimpft. Du bringst dich und den Wirt in Schwierigkeiten. Fernando drückt bei mir sicher ein Auge zu. Ich war jahrzehntelang sein Stammkunde und heute hat er zum ersten Mal seit November wieder geöffnet. Hä? Vergönnst du mir keine klitzekleine Entspannung? Und ihm keinen klitzekleinen Verdienst. Er ist ein so guter Mensch. Ich weiß. Ich kenne Fernando. Er flucht zwar wie ein Fuhrknecht, hat seit Jahren keine Kirche mehr von innen gesehen, schreit seine Kellnerinnen und Köche ständig an, bescheißt zur rechten Zeit und... Aber Herr, du bist es doch, der uns den Auftrag gegeben hat, dass wir uns um die schwarzen Schafe besonders kümmern sollen. Wenn ich in seinem Biergarten sitze, ist Fernando wie ein sanftes Lamm. Er hört mir zu und entspannt sich wie ausgewechselt. Und er hat die besten Ravioli von seiner Frau Donna Isabella selbst gemacht, ein Gedicht. 7 Monate habe ich diese nicht mehr bekommen. Und danach ein Portionchen dieses Kirscheises mit einem klitzekleinen Schuss Rum. Herr, du könntest auch nicht widerstehen. Doch, Don Camillo, könnte ich. Vor allem, wenn ich keinen Corona-Test gemacht hätte und nur einmal geimpft wäre. Aber Fernando muss doch auch etwas verdienen. Er hat eine Frau, eine liebliche Frau und 4 kleine Kinder zu ernähren. Die kleinen Kinder verdienen längst selbst. Und Fernando und seine Frau haben noch andere Verdienste als ihre Metzgerei und Weinhandel. Sehe ich das richtig? Aber es ist auch der gute Vincenze beim Stammtisch, der jemand zur Unterhaltung braucht. Er ist so allein und heute wollte er kommen. Der findet auch andere, die am Stammtisch sitzen zur Unterhaltung. Und außerdem sitzt seine Frau alleine daheim. Sie könnte ja in dieser Zeit den Rosenkranz beten. Das könntest du auch. Herr, ich habe gewusst, warum ich an dir so schnell wie möglich vorbeihuschen wollte. Nach 7 Monaten gönnst du mir kein Vergnügen. Camillo, geh in deinen Garten, nimm ein Gläschen Wein mit und zünde dir meinetwegen eine Zigarillo an. Aber halte dich an die Gesetze. Hast du dich nicht auch den Gesetzen widersetzt? Denk nur an das Sabbatgebot. Ja, das habe ich, um dieses Gebot wieder ins rechte Licht zu rücken. Habe ich nicht auch gesagt, dass ich keines der Gebote aufheben werde und über dem römischen Kaiser
gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Mit dir kann ich nicht diskutieren, weil du immer recht hast. Geh in deinen Garten und mach, was ich dir gesagt habe. Herr, du weißt, dass wenn ich in meinem Garten sitze, die alte Margareta mich von ihrem Fenster aus erspäht und dann zu mir herüberkommt und mich volllabert mit ihren Ängsten und Nöten. Da finde ich keine Ruhe. Sie ist wirklich sehr einsam, hat keine Kinder mehr und ist seit 30 Jahren Witwe. Sie kann sich kaum auf den Beinen halten und hat nie Besuch. Sie braucht dich viel mehr als der Biergarten, Fernando und Vincente zusammen. Sie erzählt mir immer das Gleiche, wie ihre Kinder gestorben sind und was ihr Mann, Gott hab ihn selig, ihr aufgetragen hat. Und dann geht sie immer ganz nah an mich heran und hat so eine nasse Aussprache. Es tut ihr gut, mit jemand zu reden. Darf ich dich an deine eigenen Worte erinnern? Ich habe keinen Corona-Test gemacht und bin nur einmal geimpft. Hier geht es um wirkliche Seelsorge und nicht um Gemütlichkeit. Und solange du rauchst, bleibt sie dir vom Hals, weil sie das nicht leiden kann. Der Abstand ist also eingehalten. Und zur Not kannst du nachher noch einen Grappa trinken zur Desinfektion, was du ohnehin tust. Aber danach kann ich in den Biergarten gehen. Glaub mir, Camillo, ich werde dir noch jemand anderen schicken, wenn sie sich ausgesprochen hat. Herr, bitte nicht! Margareta reicht mir voll und ganz. Womöglich würdest du mir Alfredo schicken, der mir von seinen Visionen berichtet. Das ist eine gute Idee. Der bräuchte auch deinen geistlichen Beistand. Den hätte ich dir gar nicht schicken wollen, aber wenn du willst... Herr, auf keinen Fall. Ich gehe in den Garten und bleibe zu Hause, versprochen. Aber nicht Alfredo, meinetwegen Margareta. Sie ist im Grunde eine liebe alte Frau und sie braucht wirklich jemand. Heute ist Sonntag und kein Werktag. Alfredo findet mich zur rechten Zeit. Camillo, dein Garten ist in die andere Richtung. Hast du das vergessen? Nein, Herr. Ich wollte nur sehen, ob du das auch weißt. Ich gehe schon in den Garten. Hol mir aber vorher noch, wie du gesagt hast, ein Gläschen Wein und meine Zigarillos. Ein Gläschen, Camillo, nicht eine ganze Flasche. Ja, Herr, ich bin gehorsam. Mein Segen ist mit dir. Mit dem Don Camillo. Aber vielleicht hätte der Herr manchmal für uns auch einen besonderen Auftrag, der wichtiger ist als alles andere. Und so wollen wir an diesem Abend auch beten. Herr, auf dich vertrauen wir, in deine Hände legen wir unser Leben. Lass leuchten über uns dein Angesicht. Hilf uns in deiner Güte. In deine Hände legen wir unser Leben. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Herr, auf dich vertrauen wir, in deine Hände legen wir unser Leben. Und so segne euch heute an diesem Abend und in dieser Nacht der gute und der treue Gott. Es segne euch Gott der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen. Erzählen will ich von all seinen Wundern und singen seinen Namen. Ich lobe meinen Gott von ganzem Herzen.
ganzem Herzen. Ich freue mich und bin fröhlicher in dir. Halleluja. Ich freue mich und bin fröhlicher in dir. Halleluja. Und jetzt wünsche ich euch einen schönen Abend und eine gute Nacht. Fühlt euch gut. Bis morgen.